Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Graveyard Keeper. Und der Graveyard Keeper befindet sich gerade auf dem Weg zum Müller, denn den sollten wir doch fragen wegen des Dietrichs. So war es gewesen. Und dann schauen wir mal, was der für Informationen für uns hat. Hallo, mir ist so langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Wegen den... Naja, Grammatik, schwierig. Was auch immer du willst. Merkst dir fürs nächste Mal, heute habe ich es eilig. Okay, ich muss mir nur kurz die Dietriche borgen, die du da hast. Auf keinen Fall, das ist der einzige Hinweis. Stell dir nur vor, irgendein Schurke hat die Einladung gestohlen. Das war eine Einladung, an der offiziellen Comedy-Show in der Stadt teilzunehmen. Ich habe die 5 Qualifizierungsrunden überstanden. Ich habe 6 Bestechungsgelder gezahlt. Und wann hast du gemerkt, dass die Einladung gestohlen wurde? Nun, ich kam gerade von der Taverne nach Hause und habe diese Dietriche in meiner Tür entdeckt. Den Rest weißt du ja. Hör mal, besorg mir meine Einladung und die Dietriche gehören dir. Durchsuche doch erst einmal die Gegend um mein Haus und die Mühle herum. Okay. Der Bischof klopft an des Müllers Tür. 2 schnelle Klopfer, eine Pause, dann 3 schnelle Klopfer, eine Pause und 2 weitere schnelle Klopfer. Danach lässt er einen kleinen Sack voller Gold vor der Tür liegen, geht um die Ecke und wartet. Der Müller kommt heraus, zählt das Gold und nimmt es dann. Er lässt eine Flasche Whisky am gleichen Ort liegen. Der Bischof untersucht die Flasche, stellt sie auf seinen Kopf, bedeckt sie mit einem Hut und geht von dannen. Kuchen? Jemand muss ja ein Picknick veranstaltet haben. Ist wohl schon länger her. Da ist ja noch Schimmel. Ich wusste, dass heute ein guter Tag ist. Komm nicht näher, sonst greife ich an. Hey, warum versteckst du dich da? Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Bist du der Freund des Müllers? Nicht wirklich, wir machen nur Geschäfte. Gut, der Müller ist mein Erzfeind und ich bin hier, um seine finsteren Pläne aufzudecken. Schau, ich habe bereits einen verdächtigen Angelhaken gefunden. Er hat anscheinend nicht alle Tassen im Schrank, aber dieser Haken deutet auf den Leuchtturmwärter hin. Frage den Leuchtturmwärter nach der Einladung des Müllers. Ein Seil mit Schlinge. Oh, da ist ein Zettel. Lebe wohl, grausame Welt. Adam. Adam hat wohl keinen passenden Ast gefunden, armer Kerl. Okay, dann haben wir hier alles durchsucht und jetzt müssen wir auf den Mondtag warten tatsächlich. Vielleicht schaffen wir es aber noch schnell zum Flüchtlingslager mit der Köchin einen Schnack halten, wegen der Bienenstöcke, die wir da so schön gebaut haben. Hallo! Von diesem Moment an wird dein Leben viel süßer sein. Oh! Was bist du doch für ein Schatz? Ich freue mich ja so, aber ich hätte es wissen müssen. Aber ich erinnere mich, ich hatte dir versprochen, dir meine kulinarischen Geheimnisse zu verraten. Also welche Rezepte möchtest du gerne lernen? Linsen allerlei. Linsen haben wir doch viel, oder? Cool. Komm, wir nehmen alle Rezepte mit. Wahnsinn. Der Knaller. Jetzt haben wir alle Rezepte von ihr bekommen, weil sie so zufrieden ist. Toll. Prima. So, wir haben hier noch ein bisschen königlichen Fisch zum Aufstocken, damit die Zufriedenheit hier mal zeitnah hochgeht. Und dann gucken wir mal. Weizen ist immer gut. Linsen sind auch gut. Goldstar-Linsen. Kürbis und Zwiebel. Na, das ist doch eine nette Kombi. Und wir haben Spitzenrezepte gelernt. Wie sieht's denn hier mit Wasser aus, Freunde? Versorgt ihr euch da eigentlich selber mit? Ich weiß, ich habe mich schon mehrfach gefragt, ob das der Fall ist. Es sieht aber gut aus. Es sieht gut aus. Gut, einen Bienenstock brauchen wir erstmal nicht. Sondern wir brauchen noch ein weiteres Wohnzelt und dafür muss die Zufriedenheit aber noch ein wenig steigen. Sehr, sehr gut. Medaille und Dolch. Dietrich von Müller.
Da müssen wir aber erstmal zum Leuchtturmwärter. Und hier braucht man ein weiteres Zelt. Und Alerich möchte Blut. Oh, ein bisschen Blut können wir Alerich nochmal geben, ne? Na klar, Alerich, mein Freund. Komm her. Ja. Gut. Das ist so eine Daueraufgabe, habe ich das Gefühl. So, was machen wir denn dann vor lauter Schreck nochmal? Hier ein bisschen was kochen. Nochmal gucken, was wir hier für schöne Rezepte gelernt haben. Ne, warte mal, nicht am... Hier. Ja, geht gerade nicht. Hm. Ja gut, dann würde ich sagen, lege ich mich ein bisschen aufs Ohr und wir warten, bis der Leuchtturmwärter da ist, oder? So machen wir es. Dann würde ich sagen, wir vertreiben uns ein bisschen die Zeit noch beim Flüchtlingslager und bauen mal noch ein Wohnzelt. Das müsste ja dann das letzte sein. So. Okay. Na? Einfach hingeblieben. Sehr, sehr gut. Frage ihn nach dem nebigen Morast. Genau, das können wir dann nämlich als nächstes machen. Wenn es wieder Tag wird. Wassertechnisch sind die gut versorgt. Und hier pflanzen wir wieder. Ja, wird doch knapp. Weizen weg. Was haben wir noch? Kürbis. Und Zwiebeln. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Also hier, das läuft. Das haben wir eigentlich schon auf Maximum. Und da fragen wir ihn am Tage dann nach dem Morast, würde ich sagen. Wir könnten hier nochmal uns selber ein bisschen Honig holen. So. Und vielleicht noch ein bisschen in unser Base, oder? Wenn wir hier eh warten müssen bis Montag, könnten wir vielleicht nochmal ein paar Beerensträucher bauen oder so. Das fände ich nochmal eine ganz, ganz gute Idee. Wir haben ja noch ein bisschen was, können wir noch. Ein bisschen was geht da noch. Oder den Friedhof nochmal ein bisschen schöner machen. Noch eine Urnenhalle hinstellen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. So, also wir gucken einfach mal, hauen den Honig hier rein. So. Okay, Honig kommt rein. Bam. Wachs auch, weil brauchen wir nicht. Und wir brauchen für diese Urnendinger, wenn wir das nochmal machen, oh, Butter können wir jetzt auch machen. Guck mal hier. Und Käse. Butter und Käse, was können wir dann machen? Aus Käse? Naja, vielleicht müssen wir es. Vielleicht brauchen wir es für irgendeine Quest nochmal. Hier so ein Abendessen. Mit Wackelpudding. Hier für die Porzellanurnen brauchen wir Asche. Wir brauchen 12 Stück, bräuchten wir 60 Asche. Also wir müssten nochmal. Wir müssten nochmal jemanden verbrennen. Hier, das arbeitet schon vor sich hin. Und zum Verbrennen brauchen wir Scheite. Und damit er hier was zu tun hat, wird er ordentlich Scheite produzieren. Und wir nehmen die mal mit, packen die unten in die Kiste. Genauso wie die Möhrchen. Gibt es hier Möhrchen? Und dann wollte ich mir noch ein paar Beerenbüsche mal hintun, damit wir vielleicht nochmal hier ein bisschen einen Saft vergoren lassen können oder so. Hier sind keine Möhrchen, hier sind auch keine Möhrchen. Hier sind Möhrchen. Weißt du? Fände ich jetzt nicht so schlecht. Guck mal, hier sind Apfelbäume. Und da können wir nämlich noch bauen Platz für Beerensträuche da unten.
würde ich auf jeden Fall nochmal 3 Beerensträuche hinsetzen wollen. So, Leichen 2 von 5. Das sind aber potenzielle Zombie-Leichen tatsächlich. Von daher gehen wir an die mal nicht ran. So, Möhrchen rein. Und wir bereiten uns hier die Plätze vor. Eine Ohrenhalle haben wir ja schon auf dem Friedhof, aber vielleicht nochmal so eine zweite. Finde ich nicht schlecht. Und jetzt kümmern wir uns aber erstmal, bevor was reinkommt zum Verfackeln, wa? Kümmern wir uns mal ein bisschen um die Beerensträucher, die wir uns hier auch noch setzen können. Dann können wir Saft vergären. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen ein paar Stöckchen. Stöckchen, Torf und Beerenstrauchsetzling. Wo gibt's den denn? Also Torf ist klar, aber wo... Beerenstrauchsetzling. Ach, das ist mir schon wieder zu kompliziert. Ach so, vielleicht müssen wir hier einfach mal einen Strauch ausgraben oder mussten wir den kaufen? Ich glaube, den mussten wir kaufen, ne? Beerenstrauchsetzling. Na, wir gucken mal zum Bauern, ob der was hat für uns. Dann können wir sowieso noch ein paar Samen kaufen fürs Flüchtlingslager. Und gucken, ob der so einen Beerenstrauchsetzling für uns hat. Guck mal, da kommt auch schon wieder eine Leiche rein. Was es uns ermöglicht, noch ein bisschen Asche zu machen. Sehr, sehr gut. Also hier kaufen wir einfach mal alle Samen, die wir kriegen können. So. Hast du so einen Setzling hier für mich? Rübe. Rübensamen. Sieht nicht so aus, ne? Linsen. Kürbiskern. Also Zwiebeln brauchen wir, glaube ich, keine Samen mehr kaufen. Ich meine, wir könnten ein paar Kohlsamen uns nochmal gönnen. Kohlsamen. Ja, sonst hat er, ist mir alles zu wenig, was du hier hast im Angebot tatsächlich. Mein lieber Freund. Nö, mehr wollen wir bei dir nicht kaufen. So. Oh. Nachschub. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, ob die taugt zum Verfackeln. Oder ob die auch eine potenzielle Sechser ist. So. Gucke mal hier, 2, 4, 6 und hier auch 2, 4, 6, 7 sogar. Und wenn man da nochmal eine Infusion reinjagt, das könnte ja, der könnte ja richtig sprechen. Der Zombie, den wir da erstehen lassen, auferstehen lassen. So, das ist aber gut. Blut haben wir nur für den Arlewold genommen. Das ist die Asche, die wir noch brauchen. Dann können wir nämlich Urnen brennen für unseren Friedhof, um den noch ein bisschen qualitativ schöner zu gestalten. Na komm. Plopp. Sehr gut. Da haben wir die 60 Asche nämlich zusammen. Und jetzt noch die Urnen hier rechtzeitig fertig werden. Brauchen wir noch. Aber wir können ja vielleicht schon mal anfangen mit Brennen. So, und das wird lustigerweise werden die am Kochtisch gemacht. Okay, Fisch ist alle. Kein Problem. Hier, Porzellanurne. So. Gucke mal. Schön. Und es gibt schöne blaue Forschungspunkte, aber wir haben tatsächlich alles schon durchgeforscht.
Was auch ziemlich nice ist. So, beim Schlafen vergeht die Zeit am schnellsten. Ist toll, ne? Da haben wir nämlich gleich den Montag. Und dann können wir da direkt zum Leuchtturm. Können wir da eigentlich direkt, können wir da direkt hin zum Leuchtturm? Nein, können wir nicht. Da müssen wir also auch noch hinlaufen. Na sowas. So, Porzellanurne. Dürfte ja jetzt fertig sein, ne? Genau. So. Zack. Wie war man jetzt? Haben wir jetzt 12? Ne, 10 haben wir. 10 reicht nicht, wir brauchen 12. Ach, er ist hier noch am Putzeln. 11. Okay, dann gehen wir schon mal, gehen wir nochmal schnell gucken, was wir da noch brauchen. Wir brauchen die Porzellanorden. Ich glaube, ein paar komplexe Eisenstücke könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht... Schauen wir mal. Dann können wir hier nämlich nochmal 20 hinzufügen. Hier, so ein Ding soll das werden. So ein Ding würde das, verstehst du? Hier, Marmor-Urnenhalle, also. Zweimal silbernes geschnitztes Marmor und 4 Stück poliertes Marmor. Silbernes geschnitztes und 4 poliertes. Mhm. Silbernes geschnitztes. Da müssen wir gleich mal gucken. 4-mal poliertes. So, komm mal her. Ach nee. Doch, hier ist aber auch gut. Geschnitztes und 4 poliertes. Haben wir noch was geschnitztes? Silbernes da, nur goldenes, ne? Brauchen silbernes. Wir brauchen silbernes. Hier, sowas. Sowas in Silber brauchen wir auch viel. Also machen wir mal. Moment. Polierter Marmor. 2, 3, 4 vielleicht, hä? 6. So. Das bringt auch immer ein paar Forschungspunkte noch. Von dem blauen. So. Und jetzt brauchen wir silbernes, bitte. Und zwar 2 hiervon in Silber, bitte. In silberner Qualität. Ich hoffe, das ist jetzt Silber. Ja, sehr gut. Und gleich noch ein in Silber, bitte. War auch Silber. Cool. So, dann haben wir davon jetzt 2. Hiervon 4. Und von dem Kram sollten wir auch gleich genug haben. Und eine Porzellanurne. Achso, hätte ich gleich. Komm. So. Und zack. Na, nice. Dann gibt's noch mal was Schönes hier für den Friedhof. Noch mal ein bisschen hochpushen. Kirche ist jetzt auch auf 80. Da habe ich auch noch mal so ein Ding dahingestellt. Vielleicht könnte man noch ein paar Buntglasfenster bauen. So, marmorne Urnenhalle. Die würde hinpassen. Hier nicht so, ne? Hier eigentlich. Drehen kann man die nicht. Hier passt es eben auch nicht. Aber da diese Sachen schon hier oben wäre auch nicht schlecht. Hier würden nämlich 1. Ne, passt nämlich auch nicht. Na komm, setzen wir die hier hin. Was soll's? Kleiner Urnenbereich. Minus 10. Das ist auch nicht schön. Bam. Schön. Da noch ein paar Platten davor. Oder eine steinerne Gebetsbank. Die bringt 4. 4 ist eigentlich nicht schlecht, ne? Eine Laterne würde auch noch 4 bringen. Ja, ist okay. Ist okay. Vielleicht nochmal so ein Buntglasfenster. Da haben wir nämlich nur 1. Und, aber vielleicht passt hier auch gar nicht mehr hin. Das weiß ich eben nicht. Ich glaube, es passen gar nicht mehr hin, ne? Buntglasfenster. 4 Glas, 5 Eisenstücke, 2 Goldschmuck. Weiß ich nicht. Oh! Oh!
Der Esel hat einen potenziellen Zombie gebracht. Den gucke ich mir jetzt an. Und dann sehen wir uns wieder beim Astrologen, würde ich sagen. Auf dem Weg zum Astrologen gehen wir doch nochmal hier vorbei und holen uns mal ein bisschen Kohle ab. Das sieht nämlich sehr, sehr gut aus. Haben wir noch was übrig ist? Ich glaube nicht, ne? Aktuell nein, haben wir nicht. Tavernenqualität ist gut, aber wir können halt auch die Tavernenqualität nicht wirklich verbessern. Wir könnten Frau Anmuts Lied tatsächlich mal singen, ne? Tavernentisch passt ja keiner mehr hin. Aber Frau Anmuts Lied fände ich nicht schlecht. Brauchen wir nochmal ein Flugblatt. Und der Ruf muss auf 3 sein. Und dann lassen wir die mal singen. Die gute Frau. Das machen wir als nächstes. Aber wir brauchen noch Flugblätter. Die, wir haben 10 nämlich nur. Auch noch im Inventar, was natürlich wahnsinnig klug ist, die immer mit sich rumzuschleppen. Aber ist kein Problem. Oh, was ist denn hier passiert? Überall auf der Map kann man sie untersuchen. Eine unglaublich dicke Frau, die eine Brechstange bei sich hat, sucht nach jemandem. Ihr Gesicht ist vor Wut rot angelaufen und sie schnauft vor Anstrengung. Der Leuchtturmwärter kehrt zum Leuchtturm zurück und singt ein lustiges Liedchen. Er trägt eine Angel und einen Eimer voller Fische bei sich. Er sieht die Frau und sie sieht ihn. Sie rennt auf ihn zu. Er wirft die Angel und den Eimer zu Boden, rennt zur Klippe und springt ins Meer. Was? Ja. Oh, hallo. Was geht denn hier? Ich war hier schon länger nicht mehr gewesen. Wo ist mein liebster Angelhaken? Wo bist du, mein Junge? Naja, zum Glück habe ich noch viele andere Lieblingshaken. Das muss er sein. Du bist ein Dieb. Gib dem Müller die Einladung zurück. Niemals. Er ist ein Betrüger. Die Witze, die er erzählt, das sind meine. Sie sollten mich einladen. Nicht ihn. Dank ihm habe ich die Chance verpasst, ein berühmter Komiker zu werden. Hm, weißt du was? Ich könnte eine Comedy-Show in meiner Taverne organisieren und du kannst dort auftreten. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Oh, mein Retter, lass mich dir einen Kuss geben. Aber da muss es auch ein Schlagzeug geben, sonst funktionieren meine Witze nicht. Okay. Organisiere eine Comedy-Show. Hallo, mein junger Freund. Was für ein feiner Tag, nicht wahr? Ich habe mich schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt. Meine Tochter ist wegen diesem ganzen Liebeskram ein wenig mitgenommen. Ich verstehe. Ich habe beschlossen, meinem Freund bei der Reparatur des Leuchtturms zu helfen. Das ist eine Menge Arbeit, aber ich bin froh, dass ich ihm helfen kann. Okay. Hätten wir hier vielleicht doch vorher schon hingehen können, ne? Egal. Sehr gut, jetzt sollen wir eine Comedy-Show auch noch machen. Eieieiei. So, eine Comedy-Show. Eine Comedy-Show. Sorge ihn mit Blut. Und zum Marquis wollten wir auch noch. Na, wir gucken mal, was die Comedy-Show so kosten würde. So, wir gucken mal. Brauchen wir 3 von 3. Na, das würde aber dabei auf 3 von 3. Und 15 Flugblätter. Nee, 10 Flugblätter nur. 10 Flugblätter, 5 Glaube. Das ist doch gar kein Problem. 2. Ich glaube, das müsste doch direkt einmal gehen hier, oder? Eine Stand-Up-Comedy? Na klar. Meine Frau wollte abnehmen und hat mit dem Reiten angefangen. Das Pferd hat 10 Kilo verloren. Mein Freund der Fischer hat einfach kein Glück. Gestern hat sein Wurm seinen 10. Geburtstag gefeiert. Meine Frau hat sich von mir getrennt, weil ich nach Fisch stinke. Aber ist das wirklich meine Schuld? Fische waschen sich nicht den ganzen Tag und sie stinken immer noch nach Fisch. Das sind so eine Fips-Asmussen-Witze, oder? Gott hab ihn selig. Das war episch, Mann.
Schau, sie warten alle auf mein Autogramm. Hier, nimm die Einladung. Haha, deine Shows sind sowieso besser als die in der Stadt. Sehr, sehr gut. Gab ordentlich Geld. Und wir haben den Dietrich. Den Dietrich. Wie Geld haben wir denn? 13 schon. Holy moly. So, dann gehen wir nochmal schnell zum Flüchtlingslager. Comedy Show, die ging ja ratzfatz. War die zu Ende? Zack, das machen wir weg. Einladung zur Comedy Show. Achso, die kriegt jetzt der Müller, ne? Da können wir doch mal zum Müller. Zum Müller können wir auch zu Fuß. Freunde, mal ein bisschen hier die Natur auch genießen und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich das mit dem Fast Traveln schon ganz gut, dass sie das eingeführt haben. So, jetzt müssen wir nur gucken, ist er wieder bei sich und seiner Mühle oder wo? Also Fast Traveln wirklich vernünftig. Oder man hätte halt die ganze Zeit hier diese Geschwindigkeitstränke machen müssen. So, Müller, bist du da? Jawohl, hallo, ich hab, ja. Bitteschön, mein Freund. Oh, wunderbar, du hast es geschafft. Ja, hier ist deine Einladung und viel Glück in der Stadt. Weißt du was, ich habe mich umentschieden. Die Wettkämpfe in der Stadt sind immer langweilig. Die Preise gehen an denjenigen mit den tiefsten Taschen. Also, ich brauche diese Einladung nicht mehr. Das überrascht mich. Erlaube mir, in deiner Comedy-Show aufzutreten. Die ist toll und die Dietriche gehören dir. Na also, willkommen. Sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Warte mal, was? Ja. Was kann man bei ihm noch so handeln? Hopfen. Okay. Gut. Dann können wir jetzt Medaille, Dolch und Dietrich dem guten Gary bringen. Vorher aber noch einmal ins Flüchtlingslager. Ja, so bei 8 von 4, aber er würde mit uns bestimmt reden wegen des Morastes. Er ist bestimmt wieder an seiner Werkbank hier oben. Nö, ist er nicht. Hallo? Meine Diener haben mir meine Zahnstochersammlung gebracht. Klasse. Was hast du bekommen? Okay. Meine Villa, meine Diamanten, meine Haushälterin Jacqueline und all ihre exotischen Fantasien. Wo ist er denn hin? Ah, da ist er. Hier. Beim Gärtnern. Moment, ich helfe dir kurz. Helfe ich dir kurz. Ist ja gar kein Problem. Guck mal, wie ausgewogen. Nur ein Feld mit Zwiebeln. Aber jetzt nicht weglaufen. Och Mensch, weißt du, ich kümmere mich da um deine Felder. Und du läufst einfach weg. Jetzt aber, hä? Oh. Was machst du denn hier? Jetzt. Gute Arbeit. Jetzt ist noch mehr Platz im Lager. Bald schon werden meine Freunde kommen. Warum können sie nicht jetzt sofort kommen? In der Stadt zu bleiben ist gefährlich. Es gibt viele Hindernisse. Außerdem ist es nicht leicht, sein Hab und Gut zurückzulassen. Und zudem ist es auch nicht einfach, die Stadt zu verlassen. Um genau zu sein, ist es lebensgefährlich. Die Stadtwachen führen Listen von Leuten, welche von der Inquisition als Ketzer angesehen werden. Dann lass uns geduldig sein. Die Leute haben wie Sklaven gelebt. Es müssen 11 Leute im Lager sein. Ach du Schande. 11. Wo sollen die denn alle herkommen? Erstmal gibt's nochmal lecker Fisch. Flüchtlingszufriedenheit ist schon mal gut. 11 Leute. Da muss nochmal jemand kommen hier. Zack. Zack. Jetzt sind wir wohl genug da, oder was? Weißt du, Werther, es ist schon irgendwie ein Wunder. Wir waren arme Flüchtlinge, verängstigt, hilflos, verzweifelt. Und jetzt sind wir stolze Siedler, die mit Tapferkeit und Hoffnung in die Zukunft sehen. Ohne deine Hilfe wäre das unmöglich gewesen, mein teurer Freund. Also, ja, genau. Wäre ja albern, das zu leugnen. Wir haben auch das Potenzial, uns noch zu verbessern. Ich habe mich insgeheim mit dem Anführer des Dorfes, Horadrik, getroffen. Es würde ihm nichts ausmachen, Handelsbeziehungen mit uns einzugehen. Marquis, ich freue mich für dich und deine Leute. Es ist also höchste Zeit, dir den Rest deines Lohnes auszuzahlen. Ein Goldstück,
Marmor, Goldbarren, Universalbeutel. Und noch ein persönliches Geschenk, dieses Buch. Ein guter Freund hat es geschrieben. Er ist auf der Flucht aus dem Gefängnis umgekommen. Vielen Dank, Marquis. Unser Dank gilt dir, mein Freund. Keine Zeit für Traurigkeit. Marquis, bist du bereit, über den nebligen Morast zu reden? Der Morast. Weißt du überhaupt irgendetwas über diesen Ort, Friedhofswärter? Ein wenig. Dort hat dein Vater das Necronomicon gefunden. Er hat darin gelesen und die Konsequenzen waren furchtbar. Ich kann mir kaum vorstellen, was du erleiden musstest. Ich war einmal dort und ich schwor, niemals zurückzukehren. Jegliche Hoffnung stirbt an diesem Ort. Der Morast erfüllt dich mit Schmerz, Grauen und Verzweiflung. Und selbst wenn du den Morast verlässt und niemals wiederkehrst, findet er dich in deinen Albträumen. Das klingt ja ziemlich finster. Nun, dann zeig mir einfach den Weg und du bleibst hier. Du hast ein gutes Recht, verängstigt zu sein. Verängstigt? Ha! Ich kann es mir nicht erlauben, verängstigt oder schwach zu sein. Ich bin der Anführer dieser Leute. Natürlich, aber wie willst du ihnen helfen, ihre Ängste zu überwinden, wenn du nicht einmal deine eigenen Ängste überwinden kannst? Das stimmt. Und unsere Familie hat immer Mut und Leberschäden. Dann ist es entschieden. Folge mir. Kannst du das hören? Wir haben die Ruhe dieses Ortes gestört. Er erwacht. Ich würde ja nicht sagen, dass ich Angst habe oder so, aber beeil dich lieber. Ich gebe mein Bestes. Dieser Morast ist wirklich gruselig. Hoffen wir, dass es die Anstrengung wert ist. Die Luft wird kälter. Die Magie des Hexerauges hat die Aufmerksamkeit des Morasts auf sich gelenkt. Verdammt! Wir müssen uns beeilen, Freunde. Er kriegt schon Husten. Wir müssen den Morast erkunden. Und das Ganze in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.